Ja, herzlich willkommen hier wieder auf der Bühne 1 zur Vosges-Konferenz. Wir machen nach der kurzen Pause weiter mit einem Track mit drei Vorträgen, in dem es um Web-Clients geht für Geodatenanwendungen. Und ich möchte auch gleich mit dem ersten Vortrag beginnen. Den halten Andreas Hotschewa und Marc Jansen zum Thema Open Layers, neue Funktionen und Neues aus dem Projekt. Die sind beide da sehr tief drin und entwickeln auch beim Open Layers selber mit, können uns also hervorragend erzählen, was es da an Neuigkeiten gibt und sicherlich auch die ein oder andere Frage beantworten, die die Zuhörer dann gerne im Fragenpanel rechts von dem Videobild stellen können während des Vortrags. Bitte schön, ihr beiden. Hallo und herzlich willkommen. Marc und ich, wir dürfen euch heute über Open Layers erzählen. Marc, bitte, du beginnst. Vielen Dank, lieber Andreas. Das ist unser Logo. Und so lautet der Titel in diesem Jahr: Neues und Unbekanntes in Open Layers. Wir haben uns eine ganz kleine Gliederung überlegt, wie wir euch dieses Thema zum wiederholten Male auf der Vosges nahebringen wollen. Und ganz wenig werden wir auch zu uns selber sagen. Mein Name ist Marc, ich bin Kernentwickler bei Open Layers, außerdem Geschäftsführer von Terrestis und Mundialis. Hier drauf steht, wie man mich erreichen kann. Wir wollen uns heute wirklich auf Beispiele konzentrieren und nicht so lange im Meta verweilen. Das ist der Andreas, so sieht er aus. Er ist der Kernentwickler von Open Layers und sicherlich die erste Adresse, wenn es um spezielle Hilfe unter anderem in Open Layers geht. Er macht aber mit seiner Firma auch noch andere Dinge. Ja, auf dieser Slide kann man sehen, wie er zu erreichen ist. Damit sind wir schon fast durch mit dem Meta-Teil. Zunächst die erste Frage: Was ist Open Layers? Für die Leute, die das noch nicht kennen: Open Layers ist eine High-Performance Feature-Packed Library for all your Mapping Needs. Das ist wahr und es ist wahr. Es steht so auf der Homepage und so steht das schon seit vielen Jahren da. Ist eine Open Source Bibliothek mit in JavaScript geschrieben und ein OSGeO-Projekt, eines der ältesten. Und damit kann man ganz viele kartografische Fragestellungen mit Web-Anwendungen beantworten. Wir können also Karten überlagern aus den verschiedensten Quellen, sei es ein Dienst, sei es also Kacheln beispielsweise von Drittanwendern wie Bing Maps. Man kann mit diesen Daten aber auch interagieren, indem man zum Beispiel im Kartenfenster navigiert. Auch die Daten, die man von irgendwo einbindet, sei es aus einem GeoJSON oder sonstigen Formaten, die Open Layers unterstützt, kann man interagieren. Das heißt, man kann zum Beispiel Geometrien verändern. Da werden wir gleich ein Beispiel auch noch zu sehen. Ja, und insgesamt ist auch da nichts statisch. Das heißt, auch die Darstellung, wie man irgendwas sieht, ist komplett dynamisch. Sei es in Vektordaten, noch in Rasterdaten, ist man an das gebunden, wie einem ein Datenlieferant das liefert, sondern man hat eine hohe Freiheit in der Ausprägung oder der kartografischen Gestaltung, wie man denn das präsentieren möchte. Ja, Anwendungsbereiche, Geografie, Kartografie und alles, was sonst noch mit Geoinformationen und geografischen Daten zusammenhängt, liegt irgendwie auf der Hand. Aber Open Layers wird durchaus auch verwendet in der Fotografie und in der Archivierung von zum Beispiel Mikrofilmen, in der Biologie und Medizin, um mikroskopische Darstellungen anzuzeigen, zum Beispiel in der Krebsdiagnostik. Und es gibt auch ein paar Online-Games, die auf Open Layers basieren. Etwas Historisches vielleicht noch. Open Layers in der Version 2 kam 2006 heraus und war in Verbindung mit OpenStreetMap die erste wirklich freie Alternative zu Google Maps. 2012 bis 2014 gab es dann mit Version 3 ein komplettes Rewrite mit neuem API. Das hat auch dann dazu geführt, weil es keinen vernünftigen Upgrade-Pfad von Version 2 auf 3 gab, dass wir viele Nutzer verloren haben. Aber aufgrund der Aktualität und dass wir immer die neuesten Webtechnologien, neueste Datenquellen und so unterstützen, kann man sagen, dass wir seit 2017 wieder sehr viel Vertrauen und Nutzer gewonnen haben. Und jetzt mit Version 6.13 sind wir immer noch da und mindestens so aktiv, wenn nicht aktiver denn je. Ja, ein kurzer historischer Abriss. Vielen Dank. Und wie angekündigt sind wir schnell durch den Metateil durch und können uns endlich auf Beispiele konzentrieren. Das hier ist eine Open Layers Karte schon, vielleicht ein etwas fortgeschritteneres Beispiel, aber es ist auch erstaunlich einfach, wie man das machen kann. Der Quelltext zu dieser Präsentation und auch zu den entsprechenden Beispielen ist am Ende verlinkt. Könnt ihr euch also anschauen, wie wir das gemacht haben. Was sehen wir hier? Wir sehen hier eine also kartografische Darstellung von den Oberflächen in Deutschland, also was wir detektiert haben, was die Firma Mundialis detektiert hat. Die hat
unter den folgenden URLs entsprechende Land Usage Land Cover Karten publiziert als GeoTIFFs, und zwar als solche, die Cloud-optimized sind. Das heißt, die werden auf deren Server gehostet, und OpenLayers ist in der Lage, über clevere HTTP-Requests, die eigentlich sehr, sehr alte Internet-Technologie darstellen, nur die Sachen abzufragen, die ich jetzt wirklich darstellen möchte. Das heißt, hier wird gerade quasi, werden Daten dargestellt von einem, ich glaube, 900 MB großen GeoTIFF, aber natürlich habe ich nicht 900 MB runtergeladen, sondern nur einen Bruchteil davon für den Ausschnitt und die Auflösung, die ich gerade sehe. Gestylt, kartografisch ausgestaltet, sind diese Karten hier dynamisch im Client. Das heißt, die Karte selber könnte ich jetzt stylen, wie ich möchte. Und ich kann eben auch hier mit diesen Daten interagieren. Das heißt, ich fahre hier mit der Maus so rum und sehe hier, wie sich denn die Oberfläche zum Beispiel verändert hat an diesem Punkt irgendwo in Deutschland zwischen 2016 und 2020. Also ich habe in Wirklichkeit zwei GeoTIFFs hier eingeladen, kann auch da entsprechend schauen. Wir schauen mal ein bisschen hier rum. Also hier hat sich scheinbar irgendwas geändert. Man sieht das dort oben so ein bisschen dargestellt. Wenn ich mir jetzt die 2016er anschaue, sehe ich auch, dass sich da gewisse Änderungen visuell ergeben. Und nur um zu zeigen, dass man mit diesen Daten wirklich nicht nur einfach sie konsumiert, sondern auch mit ihnen interagieren darf oder kann, möchte ich kurz eine Differenz, also wo hat sich denn jetzt wirklich was geändert? Und dann kann ich einfach im Client mir anschauen, aha, scheinbar haben sich all die jetzt hier orange eingefärbten Pixel geändert, wie jetzt hier in diesem Fall zwischen, ich sag mal, es war mal ein Wald und dann ist es Bare Soil. Also scheinbar hat da irgendjemand diesen Wald abgeholzt. Wie mache ich das nun mit diesen Pixeln rechnen? Die Details spare ich, aber darauf kommt es letztlich an. Ich kann letztlich an solch einem Layer kann ich sagen, wie die Quelldaten gestylt werden. Und ich kann das mit solch einer Expression machen. Und in diesem Fall ist das die entscheidende Zeile hier. Also wenn Band 1, das ist die Klassifikation von 2020, gleich der Klassifikation vom Band 2, das ist die Klassifikation von 2016, ist, dann zeichne das bitte transparent. Also quasi zeichne es gar nicht, wenn man so möchte. Oder aber für den Fall, dass das hier nicht wahr ist, dann komme ich in diesen Branch rein. Dann zeichne das mit so einem Orange in so einer leichten, also leicht durchscheinend noch. Das heißt, alle Pixel, wo Band 1 und Band 2 unterschiedlich sind, werden in diese Klasse reinfallen und dementsprechend dargestellt werden. Das kann ich zur Laufzeit machen. Da kann man ganz viele Dinge tun mit. So viel zu diesem Beispiel. Eine weitere Methode, die neu ist, sogar brandneu in OpenLayers, ist die GetData-Methode. Mit der kann ich quasi auf die rohen Pixelwerte zugreifen eines Layers. Und das kann auch genutzt werden, um dynamisch Berechnungen zu machen. Gerade eben haben wir ja quasi nur gesehen, aha, ich habe die kartografische Ausgestaltung geändert, also diese Pixel orange eingefärbt. Hier sehen wir nun ein Sentinel, eine Sentinel-2-Aufnahme. Und man sieht schon, das ist ein Bild, das haben Sie vielleicht schon häufiger gesehen, hier ist es scheinbar irgendwo in der Wüste mit Beregnungsanlagen kreisförmig einzelne Gebiete scheinbar ja bewirtschaftet worden, sodass dort an einzelnen Stellen halt mitten in der Wüste ja Landwirtschaft betrieben werden kann. Und hier wird quasi zur Laufzeit, während ich meine Maus bewege, wird immer unter dem Pixel, also unter dem Mauscursor quasi der Pixelwert ausgelesen, das Near Infrared Band und andere Bänder von diesem Sentinel, von dieser Sentinel ja Aufnahme. Und ich kann quasi zur Laufzeit berechnen, wie der NDVI sich verändert. Also zum Beispiel, wenn ich über so ein grünes Feld hier gehe, wird der auch deutlich anwachsen. Sie sehen, hier ist er irgendwie nahe Null. Und sobald ich hier drüber gehe, geht er Richtung 1, sprich hier ist ja eine Vegetation, eine gesunde Vegetation. Wie mache ich das Ganze? Einfach so. Also einen Maushändler habe ich jetzt hier nicht reingemacht, aber wenn die Maus quasi sich bewegt und über einem Pixel ist, wird folgende Funktion aufgerufen. Ich hole mir die GetData, also alle Rohdaten, die da zur Verfügung stehen. Und ich weiß, dass der rote Kanal in 0 liegt und der Near Infrared in 1. Dann ist diese Formel anzuwenden, um den NDVI zu berechnen. Und schon habe ich all meine Informationen. Lässt sich unproblematisch auch auf andere Fragestellungen erweitern. Und Sie sehen vielleicht schon an der Stelle, wie groß die Möglichkeiten sind, eben aus dieser reinen Darstellung hinzugehen zu einer dynamischen Darstellung oder auch hin zu ja wirklicher Analysis. OpenLayers bietet dafür das Rüstzeug, die Grundinstrumente, um die verschiedensten ja Analysen zu erlauben, und es interagiert auch wunderbar mit anderen Bibliotheken. Das heißt, wenn Sie jetzt komplexere Verarbeitung machen wollen, können Sie wunderbar die ganze Welt von NPM nutzen, um dort noch krassere Sachen zu machen.
Andreas, ich glaube, du hast auch noch ein Beispiel, wo es um solche dynamischen Berechnungen geht. Ganz genau. Und da möchte ich gleich starten mit einer kleinen Geschichte. Aktuelles Thema, Klimawandel. Es ist jetzt so, dass bis 2030 möchte Österreich 30 Terawattstunden pro Jahr mehr aus erneuerbaren Energien an Strom erzeugen. 5 davon sollen aus Wasserkraft kommen. Und das wären ungefähr 3 große Donaukraftwerke. Jetzt wissen wir, dass an der Donau nicht mehr wirklich viele Kraftwerke möglich sind. Also ist hier eher angedacht, Bestand zu optimieren und kleine Kraftwerke zu bauen. Ein Beispiel hier aus Kärnten. Man sieht hier im Bild den Völkermarkt der Stausee. Der hat 400 Gigawattstunden pro Jahr, also weniger als ein Zehntel dieser geplanten Menge. Und vielleicht könnte man ja hier noch ein weiteres Kraftwerk reinbringen. Die Drau ist hier tief eingeschnitten. Also man würde hier keine großen landschaftlichen Veränderungen haben, wenn man hier in der Gegend einen Staudamm errichten würde. Wir haben hier eine Höhe von in etwa 369 Metern. Das ist auch mit dieser GetData-Funktion ermittelt. Und wenn wir hier jetzt zum Abfluss dieses Stausees gehen, sind wir hier auf ungefähr 380 Meter. Das heißt, ich könnte hier mal stauen und mir on the fly ansehen, wie sich das hier verändert. Also jetzt wäre ich hier auf 381 Meter. Dann hätte ich ein relativ kleines Kraftwerk. Und jetzt könnte man so ein bisschen größenwahnsinniger auch denken. In anderen Ländern werden ja Kraftwerke in ganz anderen Dimensionen geplant, wo Millionen Menschen abgesiedelt werden. Und man könnte sagen, okay, das ist nicht so dicht besiedelt hier. Die einzige größere Agglomeration in der Nähe ist Klagenfurt mit dem Wörthersee hier auch. Ist kein großes Thema, kann man alles absiedeln, könnte man alles zustauen. Und dann könnte man hier wirklich einen riesigen Stausee machen, der gleich 2 Täler umfasst bis rauf zum Wörthersee. Hätte sogar vielleicht hier die Möglichkeit, Immobilienwertsteigerungen zu lukrieren mit diesen scherenartigen Inseln in Klagenfurt. Aber das fällt eher unter die Kategorie Gigantomanie. Was interessant ist, wie machen wir das mit Open Layers? Ich zeige dazu kurz die Rohdaten. Die Rohdaten sind BNG-Kacheln, in die die Höheninformation reinkodiert ist. Und zwar mit dieser Formel hier. Aus den Rot-, Grün- und Blaubändern. Das lässt sich ebenso, wie es der Marc schon gezeigt hat, in eine Expression packen, die Open Layers versteht. Und aus dieser Expression lässt sich ein Style machen. Unser, in dem Fall, WebGL-Teil-Layer bekommt diesen Style. Und wir haben hier noch eine Variable, nämlich das Stauziel. Das war der Slider, den ich vorhin betätigt habe. Die Einfärbung funktioniert jetzt so, wenn unsere berechnete Elevation kleiner gleich dem im Slider angegebenen Stauziel ist, dann wollen wir das in blau rendern und andernfalls als transparentes Pixel. Das ist hier der 4. Wert relevant, das ist das Alpha-Band. Wenn wir das auf 0 setzen, wird das Pixel transparent. Das war die ganze Magie hinter diesem Beispiel. Und um den Slider zu aktualisieren, ruft man einfach die Funktion Update Style Variables auf. Und da wird direkt in WebGL, ohne jetzt neue Daten an den Grafikprozessor schicken zu müssen, diese Schwelle zwischen Darstellung und Nichtdarstellung aktualisiert. Und deswegen geht das auch so schnell und on the fly. Wir bleiben noch kurz bei neuen Dingen, die mit WebGL möglich sind. Vielleicht wart ihr ja schon mal in der Situation, dass ihr gerne einen Layer mit nicht einer, sondern mehreren Sources gehabt hättet, und zwar abhängig von der aktuellen Kartenauflösung und dem aktuellen Ausschnitt. Da gab es 2021 ein sehr interessantes Projekt aus dem Bereich Biologie. LifeGate war das, und dort wurde genau das gemacht, nämlich taxonomische Ansichten aus der Biologie der diversen Arten. Wenn ich jetzt hier wo hineinzoome, dann ändern sich ständig die Datenquellen, je nachdem, wo ich unterwegs bin. Wenn ich weiter herauszoome, komme ich auf immer übergeordnete Kategorien. Und so kann man also sehr auf eine spannende Art sich mit den Arten, die unser Planet beherbergt, beschäftigen.
von Nutzen ist das Ganze auch in einem ganz praktischen Bereich aus der Geoinformation, nämlich im Bereich Fernerkundung bzw. Earth Observation. Teilt Assets Extension der Stack Spezifikation, also Spatial Temporal Assets Catalog, ist, dass man Layer definieren kann, die in Wirklichkeit aus mehreren Datenquellen bestehen, die in einem Tilegrid, so ähnlich wie die Kacheln eines einzelnen Layers, organisiert sind. Der Unterschied ist hier, sonst hätte man hier eine Source Singular definiert, hier definieren wir Sources Plural. Und es gibt auch eine neue Helferfunktion in OpenLayer, Sources from Tilegrid. Die wird aufgerufen mit einem Tilegrid, das man zuvor definiert hat, das die Layer-Aufteilung definiert. Und für jede Kachelkoordinate ist hier eine Factory-Funktion definiert, die mir dann in dem Fall eine GeoTIFF-Source mit Cloud-Optimized GeoTIFFs zurückliefert. Sieht dann so aus. Hier habe ich eingeblendet den Pfad zum jeweiligen Cloud-Optimized GeoTIFF. Für die Zoom-Stufen 0, 1, 2 und 3 sind es schon verschiedene GeoTIFFs, allerdings nur eines für die ganze Welt. Interessant wird es ab Zoom-Stufe 4. Da sehen wir hier jetzt die Kachelgrenze. Da haben wir hier für die westliche Hemisphäre ein anderes GeoTIFF als für die östliche Hemisphäre. Und wir sehen während dem Laden, während ich die Karte hier verschiebe, dass dann innerhalb dieses Cloud-Optimized GeoTIFFs die Kacheln aus dem GeoTIFF geladen werden. Ganz kurzes Update noch zum Thema Vector-Tiles. Wie sich ja schon herumgesprochen hat, ist der Industriestandard des Mapbox-Vector-Tile-Format in Kombination mit dem Mapbox-Tile-Format. Das wird inzwischen nicht nur von Mapbox, sondern auch von MapTiler, GeoAppify, Carto und ESGE und wie sie alle heißen, verwendet. OpenLayers hat schon länger den Mapbox-Vector-Layer. Was neu ist, ist, dass der nun nicht nur Mapbox-URLs, sondern auch beliebige Style-URLs unterstützt und damit kann man wirklich mit ganz wenig Code, nämlich mit dem hier, eine Vektorkarte erzeugen, hier von Marburg mit dem gleichen Layer, den wir vorher bei dem Kraftwerk-Beispiel gesehen haben. Das sind halt erst Vektorteils, das sieht man, dass die Labels aufrecht bleiben und sich dynamisch anpassen, je nach Kartenauflösung. Ein wenig noch Unbekanntes aus den Internen von OpenLayers. Performance-Optimierungen und die Reduktion der Datenmenge passieren an verschiedenen Stellen, zum Beispiel beim Rendern von Vektordaten on the fly mit Anwendung von Douglas Boyker oder Quantizing und beim Verwenden der Modifier-Interaction zum Editieren von Geometrien. Dadurch, dass hier ein räumlicher Index verwendet wird, kann man sehr große Geometrien editieren. Das würde mit anderen Geometrie-Editier-Libraries nicht so gut gehen. Wir schaffen zum Beispiel 10-mal mehr Vertices mit guter Performance bei Linien oder Polygonen als mit Mapbox-GL-Draw. Und auch bei Vector-Layern schaffen wir gute Render-Performance auch ohne WebGL. Wir machen zuerst immer mehr mit WebGL, aber auch ohne WebGL schaffen wir gute Performance. Das Ganze sieht dann so aus. Man sieht hier rechts oben, bitte auf das schauen, während ich in die Karte hineinzoome, wie viele Punkte die Originalgeometrie hat. In dem Fall hat die 200.000 Vertices, ist ein Line String. Das Ganze wird hier simplifiziert zu 6.000 Punkten, weil mehr könnte das Auge nicht unterscheiden. Deswegen wird auch nicht mehr gerendert. Wenn ich jetzt hier reinzoome, dann sehe ich, dass dadurch, dass die Auflösung steigt, nicht mehr so stark simplifiziert werden kann fürs Auge. Was aber immer noch wenig wird, ist die Anzahl der gerenderten Punkte, weil ich rendere nicht das ganze Polygon, sondern nur das, was in meinem Ausschnitt ist. Und das Gleiche gilt auch für die Editierfunktion. Wenn ich jetzt hier noch weiter reinzoome und Vertices verändere, das geht ganz flüssig, ohne jede Verzögerung, weil immer nur die aktuellen Segmente, die an diesen Punkt hier angrenzen, angegriffen werden. Und das Ganze funktioniert eben auch, wenn ich voll rausgezoomt bin und wirklich die ganze Geometrie hier editiere, geht das mit der gleichen flüssigen Performance. Ein Thema, das OpenLayers irgendwie so bekannt gemacht hat, ist auch die Möglichkeit, lokal umzuprojizieren, auch bei Rasterlayern. Cooles Feature braucht man aber meist nicht. Man kann auch die neue Funktion Set User Projection verwenden und ganz normal mit der Standarddarstellung in WebMercator arbeiten. Dann sind die Koordinaten in der gewünschten Projektion, hier Gauss-Krüger M34, ohne jetzt die Darstellung verändern zu müssen. Man kann in dieser Projektion
messen. Das ist der Stephansdom in Wien, der sollte 109 Meter lang sein. Stimmt. Hier sieht man den Rechtswert und Hochwert. Also das ist wirklich alles so, wie man es erwartet, jetzt ohne, dass man über die Projektion nachdenken muss und ums Transformieren von Koordinaten sich kümmern müsste. Was immer wieder kommt, Leaflet ist einfacher. Warum sollte ich Open Layers verwenden? Das ist das Beispiel, das auf der Leaflet-Webseite erscheint. Wie sieht das aus mit Leaflet? Wie sieht es aus mit Open Layers? Ich habe immer im oberen Schnipsel Leaflet, im unteren Open Layers. Das ist hier die Erzeugung der Karte. Wichtig ist hier auch die Verwendung der Funktion Use Geographic. Dann braucht man sich nicht mehr um die strangen Webmercator-Koordinaten kümmern, sondern kann hier ganz normal mit geografischer Länge und geografischer Breite arbeiten. Der Layer ist hier ein OpenStreetMap-Layer. In Leaflet wird der ganz einfach über die Teil-URL erzeugt. In OpenLayers noch einfacher mit der OSM-Source. Der Marker wird in Leaflet out of the box erzeugt. In OpenLayers gibt es dafür ein sehr nices Plugin von mir, OL-Marker-Feature. Man kann überhaupt auf npm.js.com nach OpenLayers suchen und findet hier sehr nette Third-Party-Libraries, die nützlich sind, genauso wie hier das Pop-up von Matt Walker. Und in Summe sieht man also, dass hier Leaflet zwar etwas weniger Code ist meist, aber dass diese Dinge auch mit wenig Code in OpenLayers zu erreichen sind, wenn man die richtigen Plugins verwendet. Und an dieser Stelle darf ich dann noch mal kurz weitergeben an Marc. Ja, der Mann für den Ausblick in OpenLayers, der Mann für die Gegenwart ist der Andreas, der Mann für den Ausblick bin ich. Ja, was machen wir in OpenLayers in der Zukunft? Wie bereits ja eben klar geworden ist, wahrscheinlich ist, dass OpenLayers am Puls der Zeit bleibt, was die aktuellsten Features im Web angeht. Und da werden auch in Zukunft neuere Ergänzungen kommen, an die wir uns, bei denen wir uns ganz kräftig bedienen werden, um Webanwendungen mit geografischem Kontext für eine breite Userbasis frei verfügbar zu machen. Wir haben hier mal 4 Punkte aufgeführt. Ich glaube, wir brauchen noch besseren Style. Hier wir aufgeführt sind die Rich Text Labels, also vielleicht ein bisschen Formatierung von entsprechenden Labels. Wir brauchen immer bessere Performance. Das wird unter anderem vermutlich mit Webworkern und noch mehr WebGL passieren. Viele der Beispiele, die wir eben gesehen haben, haben bereits WebGL genutzt. Wir brauchen aber natürlich auch die breite Basis von Standards, die wir immer schon Standard, also schon klassischerweise unterstützen. Also viele OGC-Standards können wir bereits. Da kommen aber ja nur noch ein paar neue, beziehungsweise sind derzeit in der Findungs- und Spezifikationsphase. Die werden wir auch mit Sicherheit unterstützen. Und natürlich, ganz wichtig, OpenLayers ist ein Community-Projekt. Und wenn Menschen hier oder auch in anderen Bereichen der Welt ein Feature in OpenLayers vermissen, geht mit uns in die Diskussion. Und tragt es uns bei. OpenLayers können wir nur zusammen weiterentwickeln und so gut halten, wie es jetzt schon seit vielen, vielen Jahren ist. Damit danken wir für die Aufmerksamkeit. Vielleicht ergeben sich noch Fragen oder Anmerkungen. Wir sind jetzt gleich noch live dazugeschaltet. Hier sind nochmal unsere Kontaktdaten. Man findet das Ganze auch im Internet bei GitHub. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, vielen Dank euch beiden für den interessanten Vortrag zu den Neuerungen bei OpenLayers. Es sind wieder viele schicke Sachen dabei, die ich auch noch nicht kannte. Ich denke, das geht den Zuhörern genauso. Wir haben ja aktuell 3 Fragen, die im Fragenchat gestellt worden sind. Ich arbeite die einfach mal in der Reihenfolge ab, wie sie gestellt wurden, weil das sicherlich auch der Reihenfolge im Vortrag entspricht. Die erste Frage war: Welche Online-Games sind das denn? Ich glaube, da kann der Andreas was zu sagen. Ja, ich habe soeben in den Chat einen Link gestellt für eine Library namens OL Games, die man verwenden kann für so einfache Online-Games. Vom Stil her sind das wirklich so ganz einfach wie die Arcade-Games aus den 1980er Jahren, so retromäßig. Aber das Konzept ist halt, dass bei vielen solchen Spielen eine Art Karte verwendet wird und das wird natürlich von OpenLayers gut unterstützt. Könnten wir also nächstes Jahr die Netzwerkwelt mit OpenLayers realisieren vielleicht? Bei 80er Jahre fällt mir das spontan ein. Okay, die nächste Frage war, wird es irgendwann ein Hilfswerkzeug geben, um auch bestehende OpenLayers 2-Projekte leichter in die Version 3 übersetzen zu können? Das betrifft wahrscheinlich
viele Versionssprünge, wo man irgendwie Hilfe gebrauchen kann, die was automatisieren? Also zwischen OpenLayers 2 und späteren Versionen ist das leider wirklich automatisiert nicht möglich, weil das API komplett neu ist und das wirklich ein komplettes Rewrite war. Seit Version 3, weil jetzt sind wir ja bei Version 6.13, waren die Breaking Changes sehr wenige und sehr überschaubar. Da könnte man schon mit der Code-Mod-Technik automatische Updates anbieten, aber das ist meistens einfacher, einfach die Release-Notes zu lesen und die paar wenigen notwendigen Änderungen zu machen. Wir geben meistens relativ detaillierte Anleitungen auch in den Release-Notes, wie man die jeweiligen Updates machen könnte. Aber wie gesagt, von Version 2 auf Version 3 oder spätere Versionen, das ist leider nicht möglich, weil das ein komplettes Rewrite war. Glücklicherweise gibt es nicht mehr allzu viele Leute, die noch auf Version 2 sind. Das ist ja auch schon echt ein bisschen outdated, wie man vielleicht sagen würde. Ja, alles Wesentliche ist gesagt. Also das hatten wir bei diesem Versionssprung auch mal kurz angedacht, aber es ließ sich nicht realisieren mit annehmbarem Aufwand. Und dementsprechend ist da leider, glaube ich, der Schnitt zu groß und das muss man manuell tun, beziehungsweise vielleicht ja irgendwelche Leute fragen, die einem dabei helfen können. Okay, vielen Dank. Es kommen noch ein paar mehr Fragen rein. Die nächste war, ich hatte heute Morgen schon mal die Fragen gestellt. OpenLayers ist ja weitestgehend klassenbasiert. Gerade beim komplexen Styling oder dem Zusammenführen von Arrays kann das manchmal etwas umständlich sein. Gibt es Anstrengungen, Ideen, die ES6-Spread-Syntax besser zu unterstützen? Eine kurze Antwort und ausführliche Diskussion dann im anderen Rahmen. Ja, kurze Antwort. Es spricht nichts dagegen, Spread-Syntax im eigenen Code zu verwenden. Wüsste nicht, wie OpenLayers einen dabei unterstützen könnte, weil das ja eigentlich nur Syntaktik-Sugar über bestehende Funktionen ist. Aber ich verwende es selber auch, gerade in Style-Funktionen, weil es dort praktisch ist. Ja, wichtig ist halt immer, dass man dann OpenLayers in einer Art und Weise verwendet, dass halt diese ja, moderneren Funktionalitäten dann übersetzt werden, auch sodass sie halt etwas ältere Browser irgendwie verstehen können. Das ist aber ja auch üblich mittlerweile, dass man eben nicht mehr Code einmal schreibt und hochlädt irgendwie auf einer Webseite, sondern dass man halt irgendwie einen Buildstep dazwischen hat, wobei ich ganz jüngst gelesen habe, dass das jetzt auch wieder rückwärts gehen wird, weil ja die Browser immer mehr können. Also ja, kann man alles schon machen. Ich sehe es wieder, Andreas. Wüsste nicht, wie wir da noch mehr helfen könnten, aber vielleicht ist das auch eine Sache, die man im Chat noch weiter diskutiert. Und noch die Sache mit der Roadmap zu OpenLayers 7, gibt es jetzt keine konkrete. Das hängt eben immer davon ab, was die Entwickler, die ja großteils freiwillig daran arbeiten, gerne tun würden oder mit was für Feature-Requests, die zum Teil ja auch über Sponsoring oder aktiv finanzierte Entwicklung kommen, was da reinkommt. Gut, vielen Dank. Vielleicht noch ganz kurz zwei Fragen, die ich zusammenfasse, um die Darstellung geht. Da müssen wir mal gucken, was die Zeit macht. Zum einen ist es denkbar, dass auch Schrägansichten 2,5D in Zukunft möglich ist. Und die Frage, die ich damit verknüpfe, dann können mit OpenLayers auch sowas wie Piecharts oder andere thematische Karten dargestellt werden. Ja, also Piecharts ist überhaupt kein Problem unter Zuhilfenahme weiterer Libraries. Die kann man dann als Style an einen Punkt setzen, habe ich auch schon öfter gemacht. Wenn da Interesse besteht, kann ich gerne im Chat noch weiter drauf eingehen. Schrägdarstellungen mit 2,5D gibt es auch eine Library von dem gleichen Menschen, der diese Oil Games gemacht hat. Kann man auch schon verwenden. Ist halt wirklich ein einfaches Tilting ohne jetzt extrudierte Gebäude oder so, aber sieht ganz nett aus. Alles klar. Ja, vielen Dank für die Antworten. Wir haben jetzt nicht alle Fragen geschafft, aber wir müssen dann auch, um den Zeitplan einzuhalten, zum nächsten Vortrag übergehen. Es sind noch ein paar Fragen offen. Vielleicht könnt ihr das noch im Chat beantworten, wenn ihr noch Zeit habt, hier zu bleiben. Oder ihr gebt nochmal im Chat bekannt, wo ihr vielleicht in der Netzwerkwelt und wann anzutreffen seid, um da mit euch zu diskutieren. Es gibt ja hier viele Möglichkeiten, sich zu kontaktieren. Genau, vielen Dank für den Vortrag.